Kamils doch. Es gibt noch mehr zu gewinnen in diesem Winter. Da gibt es noch eine WM. Da werden sie auch zum ersten Mal mit einer gemischten Mannschaft, mit Skispringerinnen und Skispringern zusammen jetzt, Achtung, sehr starten. Guter Wind. Was macht der Wind? Ja, das ist sehr ordentlich für Kamilsdoch. Zum Glück war da ein bisschen steil. Nicht so schnell auch in der Spur gewesen. Da muss er sich heute mal hinten anstellen in diesem ersten Durchgang. 139 Meter, aber das ist natürlich auf hohem Niveau. Wenn er sich jetzt wirklich hinten anstellt. Der ist ja fast dran an den 140. Ja, war jetzt zu steil. War vermutlich ein bisschen zu spät am Schanzentisch. Hatte gute Verhältnisse hinten. Die deutschen Trainer sieht man jetzt dann schon. Die haben jetzt natürlich einiges mitgemacht mit den schlechten Verhältnissen. Weil die Polen hat es jetzt richtig in die Karten gespielt. Ja, und er ist Zweiter. Die waren da eingeblendet. Jetzt muss er 140, 141, 141, 542 Meter hinlegen. Der Wind wird immer besser. Ein bisschen steil im oberen Teil, aber da fliegt er halt schon. Ja, fliegt super gut. Wieder drüber und er schafft es, ist vor Granerüd. Dass man Wien so schön sieht, dass er sich... Oh, 144. 144 Meter. Dass super. Dass er nicht hudelt in der Luft, sondern er ist vielleicht ganz ein bisschen steil, aber er hat dieses Gefühl, im Lauf des Fluges so fantastisch mit Gespür nachzudrehen und dann unten noch eine letzte enorm starke Phase zu haben, die dann immer diese Zusatzmeter bringt. Mit Vorfang zusammen die Tagesbestweite und er macht da weiter, wo er in Bischofshofen aufgehört hat, mit glanzvollen Auftritten, Sprung für Sprung und vor allen Dingen dann, wenn es drauf ankommt, ist er da und offenbar auch nervenstark genug, natürlich mit der Erfahrung, die er hat, um das dann alles auch durchzuhalten. Führt mit 4 Punkten vor Granerüd. Und der Letzte, der oben ist, ist sein Landsmann, nein, nicht sein Landsmann, sondern Stochs Landsmann, David Kubacki, der im Vorjahr hier zweimal gewinnen konnte,